Und nach der Explosion endete die Demo und ich denke, dass ich hier den zweiten Part ansetzen werde. Also herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe euch den ersten Part nochmal wie die Demo geschnitten. Es tut mir leid, wahrscheinlich. Damit die Parts nicht so lang werden. To be, hier wohne ich. Ne, Moment. Ja doch, to be ist mein Haus. Mein Raum. Wo sind wir hier? Aber das sieht aus wie eine Erinnerung, weil hier alles ziemlich grau ist. Nein, es. So. Mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out and we secured a route into enemy territory. Now we can... Oh, sorry, wenn ich das drücke. Ich dachte, ich kann den Text schon mal zeigen, aber dann reden die nicht mehr. 9S. Yeah? Thank you. For uploading my data to the bunker. Kann ich das irgendwie wieder auf automatisch stellen? Das wäre ziemlich cool eigentlich. Schade. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. Ich benutze Online-Funktion für sein Nachrichtensystem. Ja, mach halt. Mach halt! Ja, bitte speichern. Okay, wir haben 3 Saves. Okay, gut. Speichern. Und hier haben wir wieder den sehr coolen Ladescreen. 5012 AD. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end, when the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Okay. To be, können Sie mich hören? Zuerst müssen Sie Ihre Helligkeitseinstellung überprüfen. Okay. Aufzeichnung. Ich kann nichts machen. Sie wissen nicht, wie man die Helligkeit einstellt? Ich glaube, das muss über irgendeine Eingabe geschehen. Ah, lol. Also gut, legen wir los. Wir gehen alle Einstellungen nacheinander durch. Fangen wir mit der Helligkeit an. Nur das rechte Symbol darf sichtbar sein. Ja gut, das ist jetzt so der Fall. Ich hoffe, das passt. Okay, sieht das gut aus? Ja, sonst hätte ich es nicht gemacht. Verstanden. Ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass der gesamte Vorgang für die Nachwelt aufgezeichnet wird. Schauen wir uns mal die Einstellung zur Spracherkennung an. Anscheinend ist Ihre Spracherkennung auf stumm gestellt. Das geht natürlich nicht. Ich werde Ihnen jetzt zu... LOL! Deswegen kann ich ihn nicht hören. Okay. Moment mal. Jetzt sollten Sie mich nicht hören. Could you try and pick up the pace a little bit? Alright, are we good now? Ja. Es geht mir gut, Nonnes. Deine Stimme beruhigt mich. Thank you.
Anyway, that takes care of the settings. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Selbstverständungsfunktion an? Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Das war weird. Morning. Hi, na? 9S. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Okay. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. Tubi. Huch, okay. Ich hoffe, man kann nicht schießen. Sprich mit der Kommandantin. Neustart. Pausieren? Nein. Okay. Oh, was ist denn hier? Geldmittel. Kaufen. Was kann ich denn kaufen? Erholungen? Lass ich erstmal. Aber auf jeden Fall kann man die Sachen kaufen. Okay, cool. Achso, er kommt jetzt mit. Kommandantin. Ey, wer bist du? Operator. An der Erde werde ich mich nie satt sehen können. Zum Hangar kommt man wohl mit dem Aufzug an der Seite? Okay. Aber da soll ich ja gerade nicht hin. 7B. Hi, 7B. Oh, mit dir kann man nicht reden. Okay. War auch ziemlich leicht bekleidet, zumindest. 8B? Hi. Hallöchen. Ich erzählte von der Flora und Fauna auf der Erde. Der Operator sammelt anscheinend gerne Daten. Ich beneide die Kampfeinheiten. Ich würde gern selbst gehen und Daten sammeln, wenn man es erlauben würde. Hättest du eine Erlaubnis, könnte ich dich mitnehmen. Aber das ist wohl etwas kompliziert. Okay. Ten. Na, Abwehr plus K erhalten. 210? Oder was ist das? Ja, ne? 5-0? Das wollte ich nicht. Nein. Hallo, nimmst du auch deine Heilmedizin? Das ist das beste Produkt. Ja, okay. Du erzählst mir nur über Heilung. Haben wir noch was hier? Was ist das hier? You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. So kann ich hier speichern. Aha, also muss ich an diesen Dingern sein, um zu speichern. Und kann hier auch nur dran eben schnell speichern. Okay, cool. 9S. Waren wir in dem Zimmer drin? Keine Ahnung. Nee, waren wir nicht. Oh, hallo. Über euch hört man ja so einige Gerüchte. Etwas so riesiges einfach mit der Blackbox zu... Ach, Wahnsinn. Zu viel Draufgängertum kann aber zum Tod führen. Wir sind sehr sorgfältig mit den Daten. Also immer schön hochladen, bitte. Okay. 6-0? Keiner da. Muss ich hier rein? Ich gehe mal davon aus. Da ist noch einer zum Quatschen. Hier läuft alles glatt. Was mir besonders aufgefallen ist... Was willst du denn? Verzieh dich, hopp, hopp. Was? Hä? Warum redest du dann erst mit mir? Mach mal auf! Mittlere Erholung. Okay, cool. Ist denn auch noch was? Dieser Krissel-Effekt stört mich gerade ein bisschen. Aber das ist wohl irgendwie in Erinnerung. Keine Ahnung. Ah, krass. Hallo. Der Hauptmann legt viel Wert auf Formalitäten. Er sollte die Kommandos sein lassen. Ich würde viel lieber mit dem Auftrag loslegen. Okay. Muss ich hier mit... Ah, mit dir muss ich reden. Hallo, weiße Chefin, Frau. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, Commander.
You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Okay. Speichern möglich, steht da oben jetzt die ganze Zeit. Muss ich jetzt wieder raus? Ja, ne? Kann man doch bestimmt abkürzen. That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Ich habe eine E-Mail, stand da. Too bad they can't mass produce. Ausrüstung ändern? Wie komme ich denn jetzt in meine E-Mail? These things yet. Wie komme ich denn in meine E-Mail? Hallo? Meine E-Mail? Waffenset. Ah. Stimmt. Gatling-Laser, mittlere Erholung. Okay, das ist quick. Ups, das war ich nicht. Wie komme ich denn an meine E-Mail? Ach doch so. Okay. Systemmenü. Gerade habe ich das gedrückt und dann kam was anderes. Wo war denn das? Info? Nein. Fähigkeit? Nein. Aufgabe? Karte? Wo sind meine E-Mails? System? Nö. Einheitendaten, Waffen, Portprogramme, Plug-in-Chips, Waffen, Waffenset, Gegenstände, Aufgaben. Hä? Wie komme ich denn an meine Mails, Freunde? Oh, das war falsch. Nein, nein. Aus. Danke. Keine Screenshots. So, Netzwerk? Todesnachrichten, Netzwerkfunktion. Steuerung, laden. Okay, keine Ahnung, wie ich an meine E-Mails komme. Egal. Gehen wir erstmal zu unserer Mission. Let's go. Gehen wir erstmal zu unserer Mission. Hier liegt noch was. Fähigkeitssalbe klein. Mir geht's nicht gut. Ihr Gleichgewichtssensor wurde beschädigt und obwohl sie ein Android ist, wird ihr jetzt auf langen Flügen immer schlecht. Ich habe schon oft reparieren lassen, aber nichts hilft. Es ist wohl chronisch bedingt. Ihr solltet vorsichtig sein. Okay. Hallo, Flight Unit. Also was ich weiß, ist, dass die Chefs der Operation immer weiß werden. Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. Jetzt muss ich hier wieder kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass diese Flugmissionen zwischendurch da drin sind. You're going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. Raketensperrfeuer. Woo! Crazy shit. Ich habe Ausweichen gedrückt, aber okay. Wollte sie nicht. Alter, ich dachte, wir fliegen jetzt gegen das Gebäude. Treff mal. Okay. Schon wieder eine neue Stufe, ey. Was kommt jetzt? Lol, warum dreht er sich denn jetzt so, der Schuss? Oh, down, okay, nice. Whee!
bunker to 2B. Come in. I've set a landing point for your flight units. You'll be touching down quite a ways from the resistance camp, unfortunately. Sorry for the trouble, but we can't risk the enemy discovering their position. Understood. Good luck down there. Die Dinger sind schon cool. Muss man halt mal sagen, ne? Alles klar? Tschüss. Meiner Gegner? Achso, das war unser Pott. Okay. Kann man das zerstören? Nein. Okay. Was ist das da? Eine Kiste? Ich habe jetzt keinen Zugriff darauf. Okay. Backtrack-Kisten. Alles klar. Wo müssen wir hin? Da hoch? Okay. What now? Ich würde sagen, wir kriegen doch jetzt bestimmt ein Gespräch. Ruinenstadt. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Die Pots sind geil. Die Minikarte in der rechten unteren Bildschirmecke zeigt dir das Gelände rund um deinen aktuellen Aufenthaltsort an. Das Symbol zeigt dir dein Ziel, also richte dich danach. Okay. Hier kommen auch bestimmt Gegner im Gebäude. Na, hier sind auch so kleine Räumchen. Oh, shit. Das sind so Räume, da muss ich doch mal durchgehen. Das ist ganz schön dunkel hier. Hallo? Guten Tag. Hallo? Gehen wir einfach mal hier runter. Ich denke mal nicht, dass hier jetzt großartig Items liegen. Oh, warte mal. Doch, da war da nicht was? Gegner, ne? Moment. Unter mir. Glaube ich. Ah. Das gibt Tiere? Oh, tatsächlich. Voll die Fauna hier am Start. So. Dass 9S hier die Laufgeräusche macht, das macht mir ein bisschen kirre. Okay. Krass. Kann ich mit den Tieren auch interagieren? Mir werden hier Gegner angezeigt. Die Schwarzen sind Gegner, denke ich mal. Die Weißen sind einfach nur Tiere. Kann ich mit euch was machen? Oh, hier liegt eine Leiche. Körper anderer Spieler. Sind die Netzwerkfunktionen aktiviert, kannst du auch die Leichen anderer Spieler sehen. Wenn du diese Leichen untersuchst, kannst du Folgendes tun. Beten. Die Gesundheit des anderen Spielers wird vollständig wiederhergestellt und erhält einen Gegenstand. Bergen. Du erhältst vorübergehend 3 willkürlich ausgewählte Effekte. Basierend auf den Chips, die der Spieler ausgerüstet hat. Reparieren. Der Körper folgt und hilft dir im Kampf. Ach, cool. Greift der Hirsch, der Elch mich da gerade an? Ich war erstaunt, was passierte in einem geschlossenen Theater. Was? Bete und fortfahren. Du hast in Iruku gebetet. Bergen. Er greift mich an. Ja. Alter, die sind ja voll stark. Alter, Vater. Oh fuck, jetzt habe ich ein Problem. Warum ist der so stark? Alter, Vater. Kann ich dich looten? Tierfell. Okay. Ja, dann ist mir das mit den Elchen doch ein bisschen zu heiß. Da sind Gegner. Oh, zack. Oh, voll daneben. Da hinten liegt Loot, da gehen wir mal hin. Okay, jetzt können wir hier das Gebiet erkunden. Wir sollten uns aber auch mal zum Zielgebiet begeben, natürlich. Aber ich denke mal, da ist was Rotes.
Ist das ein Safe? Access Point Communications Jam. Ah. Ein Speicherpunkt wird angegriffen. Und jetzt müssen wir den retten und jetzt könnten wir theoretisch speichern, oder? Ah, geil. Ach, und das ist der Posteingang. Testmail. Okay, cool. Map data obtained from bunker. Data may be displayed from the system menu. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Okay. Gehen wir mal Richtung Ziel. Huch, im Busch kann ich mich anscheinend verstecken. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Die sind also nicht böse. Wenn ich da hingehe, tun die mir nichts. Willst du mir das sagen? Angeln? Commencing. Ich sehe die Angel nicht. Catch lost. Ach so. Ah. Der Droide ist eine Angel. Kann man hier auch einen Fisch bekommen? Catch. Oh, ist der süß. Der ist ja voll klein. Complete. Ach, die tun mir echt nichts. Ja dann. Lassen wir die doch leben. So, nehmen wir hinten den Loot noch mit. Ich vermute mal, Ärzte werden wichtig sein. Und ich bin mal gespannt, was da auf uns war. Da hinten ist wieder ein Safe Point, glaube ich. Ich glaube, der rote Punkt heißt Safe Point. Oh, wie komme ich denn da rein? So. Der angegriffen wird. Och, du großer Gott. Das sind Menschen. Das ist jetzt irgendwie unangenehm. Widerstandslager. Aber wir sind ja für die Menschheit, ne? Von daher. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Ihr seid die Neuen von der Joa-Einheit. Dann solltet ihr euch bei der Anführung blicken lassen. Jetzt so ein Kopf auf. Das finde ich irgendwie cool. Und du bist ein Safe Point. Finde ich irgendwie hart cool. Transport. Und anscheinend ist das auch ein Quick-Travel-System. Da darf ich nicht rein. Okay. Ich rede jetzt mal nicht mit jedem. Ein Shop. Okay. Ah, eine Kiste. Erholung. Nice. Da ist noch eine Kiste. Öffne. So. Kleine Erholung. Okay. You're number two. Hmm? You know about 2B? Yes. Well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Okay. Ich gehe davon aus, dass ihr viel mit den beiden Händlern zu tun haben werdet. Warum geht ihr also nicht einfach mal hin und stellt euch vor? Außerdem gibt es da in der Nähe des Eingangs diesen Typ mit dem Kopf eines Maschinenwesens. Sie ist ein bisschen merkwürdig, dafür aber wirklich klug. Ich bin sicher, sie hat viele nützliche Informationen. Vorher war es noch ein Typ. Okay, hallo Händler. Oh, du gehörst wohl zu Joha. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ich handle mit Waffen, wenn dich so etwas interessiert. Welche Art von Waffen? Im Grunde baue ich Relikte der alten Welt nach oder repariere sie. Obwohl mein Werkzeug momentan in ziemlich traurigem Zustand ist, muss ich sagen. Wenn das Wartungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktionierte, könnte ich wieder Waffen reparieren und verkaufen. Wartungsgerät? Das sieht wirklich ziemlich hinüber aus. In der Tat, und wie du dir vielleicht denken kannst, bin ich für so delikate Reparaturen nicht gemacht. Ihm helfen. Im Ernst, es wäre eine große Hilfe.
Sieht aus, als wäre das Wartungsgerät durchgebrannt. Er muss es überlastet haben. Ich schätze, 4 komplexe Apparaturen dürften für die Reparatur reichen. Irgendeine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde? Es heißt, in der Ruinenstadt gab es welche. Allerdings soll es da auch vor aggressiven Maschinen nur so wimmeln. Okay. Das sind Quests. Nebenaufgaben. Okay. Willkommen, willkommen. Ich freue mich über jeden neuen Kunden. Du bist so eine Art Händler und versorgst den Widerstand? Korrekt. Jeder Artikel hier wurde von Hand hergestellt aus herumliegenden Teilen und geplünderten Leichen des Feindes. Also dann, zum Geschäft. Was kann ich euch zeigen? Was hast du denn? Ach, ich drücke mal Kreis. Verkaufst du Plug-in-Chips? Du meinst diese kleinen Dinger, die deinen Körper als Power-Up dienen? Leider nicht. Ich würde dir gerne Plug-in-Chips verkaufen, aber dazu fehlen mir die nötigen Rohmaterialien. Also wenn ich diese Rohmaterialien zufällig bekommen sollte, dann kämen wir sicherlich ins Geschäft. Aber bis dahin, sag mal, ich habe da eine Idee. Was wäre, wenn ihr mir diese Materialien besorgt? Ich habe dieses lahme Bein. Seht ihr? Damit komme ich nicht wirklich weit. Kannst du dein Bein nicht einfach reparieren? Immerhin handelst du mit Nachschub und Ersatzteilen. Wenn das so einfach wäre. Leider sind alle unsere Teile für den Kriegsbedarf bestimmt. Da bleibt nichts für mich übrig. Ich hoffe, ihr löscht diese Maschinen aus, damit ich wieder auf die Beine komme. Könnt ihr bis dahin vielleicht besorgen, was ich brauche? Ja, komm. In Ordnung. 1000 Dank. Okay, also ich brauche eine defekte Feder, ein kleines Zahnrad und einen defekten Schaltkreis. So etwas bekommst du von Feinden an der großen Lichtung zur Linken, wenn du das Lager verlässt. Target location data obtained. Marking on map. Alle wollen hier nur meine Hilfe. Ah, gehörst du zur Joha-Einheit, was ich auf den Kopf trage? Das ist eine auf meinem Kopf platzierte elektromagnetische Abschwervorrichtung, die alle unnötigen Informationen dieser Welt ablockt. Nicht. Wow. Was ist dein Anliegen? Bekümmert dich etwas? Wie speichert man? Was ist ein Zugriffspunkt? Was bedeutet es zu sterben? Eine sehr philosophische Frage. Nachdem ein Johann-Körper zerstört wurde, werden nur die gespeicherten Daten in einen Körper transferiert. Gegenstände werden nicht übertragen. Plug-in-Chips müssen nach dem Tod aus dem frühen Körper geborgen werden. Ah, stirbt man erneut vor dem Einsammeln, gehen alle Plug-in-Chips verloren. Dark Souls-Prinzip. Alles klar. Kurzum, du solltest so schnell wie möglich zu deinem früheren Körper zurückkehren. Okay, du kannst mir... Das Spiel ist zu schwer. Ich leide Motion Sickness. Leute, wenn du in der Körperverfassung von Pots... Hä? Okay, das war jetzt random. Wo soll ich jetzt hingehen? Wenn du dich bewegst, sollte unten rechts eine Minikarte angezeigt werden. Okay, das sagt mir dann. Okay. Ich hab keine Sorgen. Das war ein lustiger Plausch. Komm mal wieder vorbei. Hätten wir geregelt. Wenn ich jetzt mit dir rede, wieder, ist alles klar oder was? Oder soll ich jetzt die Nebenquests machen? Ja, ich glaube, ich soll Nebenquests machen. Okay. Ich speichere das mal. Oh, da ist noch eine... Achso, da komme ich, da darf ich wieder nicht drauf zugreifen, warum auch immer, was das ist. Die Musik ist immer so schön in dem Spiel. Das ist bei Nier-Spielen immer so. Immer so schöne Musik. Kann man hier auch richtig speichern? Da. Das wäre nämlich mal ganz cool. So, gucken wir uns mal die Nebenquests an. Was ist da noch? Hier ist noch irgendwas auf dem Wagen. Tierköder. Okay, cool. Zu der Linken kriegen wir schon mal Teile, wurde mir gesagt. Aber das ist auch markiert. Okay, cool. Zugriffspunkt. Okay. Habe ich auch gecheckt, dass die Roten die Zugriffspunkte sind? This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Wieso schade? Das sieht voll gut aus. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Wow. Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. War da Gegner? Nee, aber da hinten sind Gegner, weil der Kreis ist rot. Das heißt wahrscheinlich, dass sie aggressiv sind. Ich find's krass, wie offen das hier doch ist. Ich meine, das ist mal von hier gewohnt, offene Welt. Aber das hätte ich jetzt von Automata nicht so erwartet, irgendwie. Komme ich da durch? Nee. Ah, ich muss hier durch die Bäume. Was für aggressiv. This is the place that weapons trader was talking about. Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. Natürlich seht ihr mich hier schon. Natürlich. Nice. Voll zerfetzt.
Ah, scheiße. Ich sehe nicht beide gerade, das ist ein Problem. Nummer 1 ist weg. Sind beide weg? 10G erhalten. Kupfererz. Na, Dude. Bam. In your face. Oh, ich muss mal kurz ausweichen. So. Weg mit dir. Kommt jetzt ein größerer oder so? Weil hier der rote Kreis ist immer noch da. Oder soll das einfach nur das Gebiet markieren? Ah, ein kompliziertes Gerät. Körperbericht. Beten und Vorfahren. Du hast für gebetet. Ich berge dich einfach. Ich habe den ersten ja nie geborgen. 808. Gegenstände erhalten. 20G, schnelle AKZ, Feuerkraft, Hieb 1. Okay, cool. Das klingt irgendwie ziemlich sexy, wenn man dadurch Bass bekommt. Plant life has claimed most of the central area. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such too. Hm. Natürlich kommt die Vegetation zurück, wenn der Mensch weg ist. Die Natur holt sich alles zurück. Die Regel kennt man doch. Und ich meine, es ist besser, als wenn das hier Ödland wäre. Okay, eins muss hier, zwei müssen hier noch irgendwo liegen. Da liegt was. Okay, eins noch. Ist das hier eins? Heb auf. Hallo? 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 Ich kann den Baum leider nicht fällen. Hallo? Bist du verbuggt? Hallo? Gut, du bist verbuggt anscheinend. Fängt gut an. Wahrscheinlich genau das Teil, was ich brauche. Hier hinten war aber noch was, glaube ich. Dass man durch die Büsche so gebremst wird. Nein. Kann ich dich da hinten bitte aufheben? Da wäre ich sehr, sehr, sehr verbunden für. Da hinten liegt auch noch was. Aber das hier ist, glaube ich, das Teil, was ich brauche. Hallo? Bitte wähle einen Kampfstil. Achso, ich kann Ihnen einen Kampfstil zuweisen. Bitte sei da hinten mein Questgegenstand. Ist es wahrscheinlich nicht, weil es nicht rot im roten Bereich ist. Ach fuck, das ist bestimmt verbuggt. Kacke. Hallo. Kannst du bitte nicht verbuggt sein? Ich hasse das. Ich hasse sowas. Ach, come on. Du bist jetzt... Oh. Ich habe für Spidey gebetet. Bergen. So. Bist du jetzt das Item, was ich brauche? Wahrscheinlich. Es ist immer so. Da ist das scheiß Ding verbuggt. Ich krieg die Krätze. Kann ich das Gebiet hier irgendwie resetten? Ich geh jetzt mal darüber. Scheiße, ey. Weißt du? Erste Quest, die ich annehme. Bug. Fängt gut an. Liebe ich sowas. Beste. Ich geh jetzt mal zur anderen Quest erstmal. Da liegt auch noch was. Wahrscheinlich gibt es diese Sachen nur an dieser einen Stelle. Könntest du bitte... so, darüber. Ah, hier ist, wo wir angefangen haben. Hier sind auf einmal böse Maschinen am Arsch. Na? Okay, cool. So, aua, was soll das denn? So. Was muss ich jetzt sammeln? Okay, bitte des Händlers 1 von 1, 1 von 1 und 1 von 1.
1. Ja, das ging gut. Okay, that's everything the supply trader asked for. Habe ich eine Map? Eigentlich? Ach du großer Gott, das ist so eine 3D-Map. Das ist das Lager, okay. Okay, eigene Marks kann ich aussetzen. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. So, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie durch mein Weggehen... Ich kann da nicht... Bist du denn des Wahnsinns? Da war eine unsichtbare Wand in einem Meter großen Loch, wo ich nicht... Was ist denn hier los? Lass mich doch durch die scheiß Gebäude laufen. Ist ja schrecklich. Oh mein Gott! Achso, es war nochmal bitte Senders 2 von 1. Okay, das wird nochmal weitergezählt. Aber warum kann ich dann die andere Quest nicht auch mal eben da beenden mit einfach random einen Gegner zerstören und dann fertig machen? Das wäre ziemlich nett. Ach, es ist immer noch da. Jetzt geht's, oder was? Jetzt geht's! Oh mein Gott. That should be enough. Let's get these back to the trader. Okay. Ihr habt gesehen, am Anfang bin ich da drin rumgetanzt und es ging nicht. Auf einmal geht's. Na gut. Ich beschwer mich nicht. Hauptsache es geht. So. Manchmal sind die Frames doch am Einbrechen und ich glaube nicht, dass es an meiner Capture liegt. Liegt dann leider an der PlayStation. Vielleicht läuft es auf dem PC dann doch ein bisschen besser. So, reparieren wir erstmal ihn hier. Es dürfte reichen, um ein kaputtes Gerät zu reparieren. Sieh mal einer an, dann bin ich wohl wieder im Geschäft. Freut mich zu hören. In der Tat, schließlich stelle ich Waffen her, um meinen Freunden ein wenig Sicherheit zu bieten. Obwohl ich mich manchmal frage, meine Waffen meine Freunde nicht einfach schneller sterben lassen? Ach, schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in Kürze wieder von ihr vorbei, ja? Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich fertig haben. Juhu! Hey, habt ihr Materialien gefunden? Das ist klasse. Jetzt kann ich mit den Upgrades anfangen und Sachen für euch anfertigen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparatur deines Beins übrig bleiben. Ja, nein. Warum sagst du uns nicht, was hier wirklich gespielt wird? Mein linkes Bein ist völlig hinüber und mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon 100 Male repariert. Ich habe alle möglichen Teile schon so oft ausgetauscht, dass ich mir nicht einmal mehr merken kann. Aber dieses Bein, dieses linke Bein, das ist völlig unangetastet. Wenn ich es also ersetze, was passiert dann? Ich meine, wäre ich dann immer noch ich? Oder wäre ich nur... Egal, das ist mein Problem. Wollt ihr euch damit nicht belästigen? Ich sollte bald noch mehr Ware bekommen. Also schaut vorbei, wenn ihr könnt. Habe ich mir schon gedacht, das ist sein Bein. 3000 G. Bitte ist das abgeschlossen. So, hast du jetzt noch ein Problem hier, oder was? Du bist es. Fast hätte ich das vergessen. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken. Dass hier alles wieder seinen Gang geht. Dass hier alles wieder seinen Gang geht. Hier also ein paar Verbesserungsmaterialien. Oh, schon wieder. Möchtest du sie ausprobieren? Kannst du drauf wetten. Kaufen. Bestienverbrechen. Ein Schwert mit Bestienkönig als Motiv. Ein Schwert mit einer unbehaglichen Aura. Ein Großschwert mit... Alter, die Damage-Sachen. Aber ich bin eigentlich in Nier immer so mit mittelschnellen Waffen unterwegs. Das heißt, das hier ist so die Mitte. Das ist aber schon fast zu groß, glaube ich. Die Katanas gefallen mir halt schon richtig gut. Ne? Ich kaufe trotzdem... Kann ich die Katanas... Genau. Ich glaube, ich verbessere die einfach nur. Den Tugendvertrag. Da brauche ich jetzt verbeulte Platte, Titanic. Das ist Nier auch von Nier typisch. Das, warte mal, wenn ich dieses Schwert kaufe. Ja. Waffenset 1. Kann ich das hier reinstecken? Jawohl. Such mich auf, wann immer du Hilfe mit deinen Waffen brauchst. Also, woher bekommt ihr diese älteren Waffenmodelle? Die Shop-Inhaberin schicken ab und zu welche. Sie heißt Accord und ist die eigentliche Inhaberin. Ich stehe nur am Tresen und sorge dafür, dass die ganzen Reparaturgeräte laufen. Ich sehe nur alle paar Jahre mal, um ehrlich zu sein. Ich sehe sie nur alle paar Jahre, um sie mir ehrlich zu sein. Ich setze mir als Lieferdrohnen ein. Wo sie die Sachen her hat, weiß ich nicht, aber das meiste davon ist in einwandfreiem Zustand.
Solltest du ihr je begegnen, grüß sie schön von mir, ja? Du kannst deine gekauften Waffen bei mir auch verbessern. Übrigens Geld und Materialien dafür werden sie entsprechend stärker. Außerdem kommen je nach Waffen Spezialfähigkeiten hinzu. Wenn du Lust hast, probier es mal aus. Habe ich schon. Okay, jetzt benutzen wir beide, das sehr cool ist. Okay, das gefällt mir schon deutlich besser. Cool. Cool, cool. Hey, ich habe tatsächlich auch noch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Ich habe gehört, dass ihr Yorha-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr also, ihr könnt euch dieses Durcheinander einmal für mich ansehen? Ja. Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Du bist die Hauptquest, es tut mir leid. Ich werde unsere Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Okay, wo muss ich jetzt hin? Kann ich jetzt Transport benutzen, oder was? Speichern einmal. Transport. Bunker. Muss ich jetzt in den Bunker zurück? Oder wie läuft das jetzt? Ey du, wo läuft das jetzt? Wie ist die Lage? Okay. Also muss ich jetzt zurück zum Bunker. LOL. Bin ich da jetzt hingeschossen oder geht das über Kabel? Keine Ahnung. Wie geht das? Was passiert mit mir? Werde ich demontiert und woanders wieder zusammengebaut? Keine Ahnung. Ich finde es interessant, ob die Blackbox-Temperatur sich irgendwann ändert, je nach Situation. Muss ich jetzt... Ah, lol. Man kommt echt da raus. Muss ich jetzt... Wo ist der Fahrstuhl? Wie schnell wir auch rennen können, ne? So, hier. So. Komme ich von hier? Oh, was ist denn hier los? Da habe ich keinen Zugriff drauf. Das ist ein Shop. Pot verbessern. Verdammt. Alter, Pilz, Naturkautschuk. Okay. Du kannst diesen Chip nicht verstehen. Okay, cool. Okay, ich weiß, wo ich meine Pots habe. Unter den Scannermodulen bin ich das Spitzenprodukt. Ganz egal, um was es geht. Auf mich ist Verlust. Okay, cool. Gut, du bist der falsche Fahrstuhl. Aber schön, dich mal gesehen zu haben. Wie komme ich denn jetzt in die Wüste? Weil ich hatte kein Target auf der Map. Deswegen dachte ich vielleicht zurück zum Bunker und dann wieder hin. Hangar. Achso, das steht da ja sogar. Hätte ich mir denken können. Eigentlich. Komm ich jetzt von hier in die Wüste? Oh, wer bist du denn? Tobi, bist du das? Ja, aber... Gott sei Dank, mein Name ist 16D. Meine Ausbildung 11B war beim Sturm auf die verlassene Fabrik in deinem Team. Ich nehme nicht an, dass sie... Sie wurde während des Kampfes abgeschossen. Ich verstehe, eine Schande. Sie war die beste Mentorin, die ich mir hätte wünschen können. Sie war so stark und bewundernswert. Was ist mit ihrem Körper geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es steht mir nicht zu, dies zu fragen. Aber wenn du etwas von ihr finden solltest, würde es dir etwas ausmachen, es mir zu bringen? Das hat keine Prioritäten oder so. Nur wenn du Zeit haben solltest. Ja, klar. Ich werde die Augen offen halten. Vielen Dank. Pot, haben wir Informationen über 11B's Blackbox? Negativ. 11B's Blackbox ist noch nicht geborgen worden. 11B. 11B. Sie wurde in der Nähe der verlassenen Fabrik abgeschossen, richtig? Erinnerung an 11B angenommen. Okay. Kann ich jetzt hiermit wegflattern? Okay. Also komme ich von hier? Muss ich den Transport... Also muss ich diese Transportboxen benutzen, um mich fortzubewegen? Und ist die Wüste dann doch in dem Gebiet, wo ich gerade war? Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Hui. Ich finde das Laufen so cool in dem Spiel. So. Transport. Ich drücke immer Kreis zum Bestätigen. Das ist in den Spielen eigentlich so. Widerstandslager, okay. Schön, wie 9S da immer nebensteht und einfach nur zuguckt.
Musik ist immer so, alles ist schön, alles ist gut, obwohl alles kaputt ist eigentlich. Dann kommt man wahrscheinlich von hier. Das stört mich aber jetzt, dass ich keinen Marker hatte. Oder ich bin blind. Doch, jetzt habe ich einen Marker. Hä, hatte ich den vorhin auch? Den hatte ich vorhin nicht, oder? Das ist weird. Okay, dann bin ich vielleicht blind. Egal, wir haben ja noch Sachen gefunden in der Base. 042 to operator. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. Aha. 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. Ja, ja. Machen wir uns ready. Ich renne da jetzt mal hin. Ach, jetzt habe ich da noch, jetzt habe ich doch zwei Quests. Ich hätte hier einfach rausrennen müssen. Ach so. Ah, ist das da hinten 11B's Fundort? Gebims? Wahrscheinlich, ne? Also ist die verlassene Fabrik hier in der Nähe. Eisenerz. Da sind wieder Gegner an dem Knotenpunkt. Da gehen wir mal hin. Auf jeden Fall werde ich gleich den Part schon mal beenden. Und ich kann halt schon mal sagen, ne? Also rechnet nicht mit einem regulären Let's Play jetzt die nächste Zeit, weil ich mit Zelda... Alert. Access Point Communications Jam. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht noch zu krass ausgelastet bin. Das wird sich noch zeigen. Also es kann auch sein, dass ich es aufnehme. Es kann auch sein, dass ich streame. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, wenn es euch interessiert. Ja, haltet die Augen offen, wenn euch das interessiert, wie es weitergeht mit diesem Spiel. Ich finde es bisher weiterspielenswert auf jeden Fall. Also, ich mag Nier. Und ich mag auch, wie Nier jetzt hier präsentiert wird. Stufe 8? Alter, Vater, was ist denn mit euch los? Stufe 9 ist der hier sogar. Dann müssten wir ja eigentlich krass aufleveln. Können wir die machen? Anscheinend auch nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es hier noch Loot. Und ich könnte jetzt Richtung Wüste laufen, aber ich gehe speichern und würde sagen, ich beende hier den Part. Wie gesagt, haltet die Augen offen nach Let's Play oder Livestreams zu diesem Spiel. Ich will es auf jeden Fall spielen. Das steht fest. Ich will ja auch noch Final Fantasy 15 machen. So viele Spiele. Es ist alles immer so. Es sind immer die großen Spiele, die ich spielen will. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Und wenn euch dieses Spiel gefällt, lasst einen Kommentar und einen Daumen da. Ja, vor allem, wenn es euch gefällt, damit ich auch sehe, ob ich es überhaupt auf YouTube oder im Livestream bringen soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin. Und danke fürs Zusehen.